Hallo zusammen, ich begrüße euch wieder zu Kenshi und meine gute Sue hat gerade die Betten erforscht, sozusagen. Und ich hatte ja hier Sachen vorbereitet für. Na? Du wohl nicht wieder aufs Maul? Nein. Warum läuft der jetzt weg, der Lappen? Okay, anscheinend hat er noch was bei sich. Ah, Stein. Alles klar. Gut, den Stein hat er wohl weggebracht. Fein. Dann kann er das jetzt. Meine Güte. Sleeping Bags sind jetzt auch erforscht. Hätte ich die auch lassen können. Aber ich will lieber Betten haben. Und das ist ein weiterer großer Schritt. Campbed. Links. Camping. Ich will nicht campen. Interior. Alles klar. Alles klar. So. Confirm. Was braucht so ein Bett? Ein Building Material und vier Fabrics. Das ist. Aber er ist schlau. Guckt euch den an. Der hat. Logan wird nochmal den Nobelpreis gewinnen. Nein, nicht ganz, weil da liegen eigentlich Building Materials vor seiner Nase. Aber wie gesagt, die kann ich ja nicht aufnehmen. Irgendwie. Lassen sich nicht. Leco mio Arscho Blanco. Lassen sich doch glatt nehmen. Waren sogar zwei. Krasse Sache. I don't have any Building Materials ist natürlich eine Lüge. Wir schauen. Ist immer so ein bisschen risky, so nah ranzugehen. Es könnten ja auch Leute vorbeikommen. So, zack. Ich guck mal eben, ob ich hier Fabrics habe. Es müssten ein paar Fabrics drin sein. Iron Plate. Nö, ich habe keine Fabrics. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Oh, ich möchte trotzdem, dass du die bitte weglegst. Ja, ich weiß. Aber du kannst wenigstens die Condition noch zu Ende machen. Der müsste jetzt ja raufgehen bis, weiß ich nicht, wenigstens bis zu einem Fünftel. Na, nach Adam Riese, ein Element Building Material, vier Fabrics. Sind fünf Komponenten. Also sollte er ungefähr, ja, okay, fertig ist er. Naja, das war ja so semi-gut. Das ist auf 67 und Growth nicht mehr. Warum Growth ist nicht mehr? Weil es Wasser braucht. Schlaues Feld. Jetzt sollte es weiter growen. Und wir schicken ihn einfach wieder anschaffen. Ich meine, hier Stein holen. Tech. Was ist jetzt los? Simple Training Dummies ist das nächste. Ich habe nicht mehr viel, was ich umsonst erforschen kann. Ich mache es jetzt einfach mal. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir uns irgendwie um Fabrics kümmern können. Ja, wie machen wir das? Ich schaue mal nach. Wir wollen ja. Was ist das? Medical Workbench. Nein, das wollen wir nicht. Wenn ich jetzt noch wüsste. Eigentlich müsste es doch Crafting sein, oder? Produces Iron Plates. Fabric Chest, ja, wie mache ich Fabrics? Das ist halt die Sache, ne? Das ist es nicht, das kann es nicht sein. Ne, ne, ne. Dann machen wir nicht.
nicht hier weiter. Da musst du doch noch mal schauen. So, ich guck nämlich hier noch mal Core Crafting. Da. Ich brauche einfach noch ein Buch. Ich brauche einfach noch ein Buch. Und dann lübt das. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ja gut. Wir haben hier Building Materials. 8 Stück. Jetzt ist die Frage. Ich werde wohl oder übel. Komm hier raus hier, du. Wohl oder übel werde ich mir Bücher kaufen müssen. Wie? Ach komm, ey. Ist jetzt nicht dein Ernst? Ist egal. So, Scratch. Du kommst auch mal ran. Ah, du hast auch noch Zeug zu verkaufen. Ja, das ist ganz gut, weil die Knüppel, die will ich auch keinem in die Hand drücken. Das ist einfach unter meiner Würde. Beziehungsweise unter der Würde meiner Guys hier. Das ist super ungeordnet, wie ich es liebe. Drei gehen da unten rein. Sehr gut. Schon etwas besser. Ein bisschen besser. Ja. Und wir ziehen also erneut die Leute ab. Zack. Zack. Wir machen diesmal. Machen wir es richtig. Ihr kommt alle hier hin. Wir Freunde gehen jetzt irgendwo hin. Ich würde aber jetzt. Moment, was ist das denn? Ist das. Ach, ist doch Iron. Ich habe gedacht, vielleicht habe ich Glück und hier ist direkt Kopper vor der Nase. Habt ihr jetzt da Steine reingelegt? Wahrscheinlich, ne? Ja. Wir schauen nochmal auf die Map. Ich würde gerne nach Squin. Oder wir waren bis jetzt. Oder wir gehen zu The Hub. Wir waren bis jetzt immer an der Waystation. Wir probieren es. Natürlich nicht in der langsamen Geschwindigkeit. Aber ich finde es allein schon dieses Bild. Ich finde es sehr schön einfach. Das Spiel ist schön geworden. Jetzt sind Geschmäcker natürlich verschieden. Aber ich sage, es ist schön. Und deshalb spiele ich es auch so gerne. So, wenn wir auf dem Weg Kopper sehen, können wir vielleicht nochmal ein bisschen knüppeln. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, ich überspringe das dann immer so ein bisschen. Ich macht das dann ein bisschen schneller, weil das ist ja nicht immer so interessant, wenn die Typen da auf den Stein einklöpfeln. So, jetzt darf ich auch nicht. Holy Military Base. Könnte man sich auch mal anschauen, oder? Aber hier geht ein Pfad hoch. Bin ich da richtig? Lauft mal. Ich glaube, ich bin richtig. Kann sein, dass ich total falsch bin. Ich fürchte, ich muss hier runter. Wie komme ich hier hin? Dumme Frage, wie komme ich hier hin? Ah, ich lasse sie einfach den Weg selber finden. Okay, da habt ihr keinen kaum Weg vor euch. Ja, ihr merkt schon, war wieder eine kluge Idee, hierher zu laufen. Hätte sich natürlich mit der Waystation zufrieden geben können. Nö. Aber wir gucken uns einfach mal was Neues an. Das ist natürlich ganz krass zerklüftet hier. Was ist das? Kakteen.
Alles klar. Gegen Kakteen habe ich nichts. Und dann sind wir auch gleich da, hoffentlich. Ach du Scheiße. Ja gut. Und so soll sich mein Windrad auch mal drehen. Oh, jetzt lädt's aber. Hier vorne ist anscheinend der Eingang. Sieht zerfallen aus. Das ist auch relativ neu, glaube ich, das Feature. Ein paar Patches ist bestimmt schon alt. So, hier sind nämlich die ganzen Häuser, oder nicht alle, aber viele sind eingeknüppelt worden. Also war der Weg für den Arsch. Nicht für den Arsch, aber... Guck mal hier ran. Vielleicht. Guten Tag. Sagen wir so, ne? Wenn ich jetzt hier so klaue. Das ist abgeschlossen. Leather. Naja. Komm ich nicht ran, warum nicht? Was ist das? Greenfruit. Nee, lass ich mal. Splintkit, Sake. Ein Kaktusbot nehmen wir nicht mit. Was ist das? Kacken die da? Was ist das? Yo, Locus! Extrem cool. Okay, die Bar. Das ist noch unsere Chance. Beeilt euch mal ein bisschen. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht hier irgendwie in Verruf gekommen und das hat keiner gesehen. Da ist ja kaum einer da, der es sehen könnte. Hallo. Take a look around, werde ich tun. Erstmal spricht die Dame des Hauses mit ihm. Let's do business. Ja, schon mal geil. Das kommt alles weg. Braucht kein Mensch. Ich habe 800. Ich brauche 1. Ich habe jetzt 2 geholt. Scratch. Du hast auch noch geliehene Sachen. Was ist das hier? Oh, Advanced Outpost Blueprints. Oh, 15.000. Ja, habe ich gerade mal nicht, ne? Iron Plates. Wo ist denn Fabrics? Seht ihr Fabrics? Bitte einmal Hand hoch, wer Fabrics sieht. Mist, nicht da. Was ist denn das für einer? Kostet auch nur 9.300. Ja gut, dann kaufe ich den morgen. Was haben wir hier? Nix, geklaute Sachen. An old machine from Empire's past doesn't work. Ja, wie geil, dass ich mir... Oh. Hat aber ein gewisses Sell-Value, sehe ich gerade. Na gut, so kann man sich auch Sachen dazu verdienen. Nett. Gucken, hat sich der Plank... Oh ne, der Plank, der schleppt einen Stein rum. Komm, den darf er jetzt verkaufen. Ich gerade so in der Sache dieser Verkaufsstimmung bin. Wie doof kann man überhaupt sein? Logan hat noch so ein Muff. Show me your goods. Yo. Und der Old Soldier, wie ich den kenne, hat er auch noch was am Start. Und zwar ein... Ja, das bringt ja auch schon mal. Wooden Bowl.
Nö. Das behalten wir mal. So. Brauchen wir mehr Leute? Das ist die Frage. Looking for a bodyguard. Kann ich mir nicht leisten. Ja. Nö, danke. Wer ist das hier überhaupt? Das ist, die sitzen jetzt, sitzen sie nebeneinander friedlich, ne? Sonst sind sie immer, haben so große Fresse. Schauen wir mal, was das für einer ist. Oh, Barthag. Buy your own drinks. Beleidigt der mich? Mich aufrechte, dicke Kanonenkugel. Okay, die sind uns ein bisschen zu komisch. Wir, jetzt ist die Frage. Ich würde sagen, ich lege den Rest auch nochmal in Buckels an. Was soll ich denn groß tun? Ihn kann ich auch nicht anquatschen. Ich habe gedacht, so der Standardpreis waren ja immer so 700. Dass ich da irgendwie noch was finde. Aber dem scheint nicht so zu sein. Also können wir wieder away. Aber wir laufen mal ein bisschen einen anderen Weg zurück. Ist so Eisen, ne? Das sehe ich doch. Wir laufen mal Richtung Süden. Da ist ein Lone Shack, aber den will ich gar nicht mir angucken, ehrlich gesagt. Lonesome war die Stadt ja hier auch schon genug. Ich gehe mal lieber ein bisschen auf größere Sicht hier. Der Blöde ist, in der Stadt kann auch keiner was verteidigen. Da kann ich mich nicht hin zurückziehen, wenn mal Trouble ist. Ist auch ganz schön hier. Die Ebene gefällt mir. Boah, da ist ein Wegpunkt hier. Nice. Muss ein bisschen hier halten, glaube ich. Ja, da will ich hin. Manchmal kann man sich so vor Räuberbanden und Wölfen etc. nicht retten und manchmal. Aber ich sollte die Schnauze halten, das ist nicht sehr clever, was ich hier provoziere. Auch nix am Start. Eisen. Oh, da unten wird sumpfig. Da wollen wir nicht hin. Ich hoffe, wir kommen hier hoch. Auch ganz schön lange. Ihr seid nicht in Form. Was ist das denn? Copper. Es ist ein Baby-Copper-Ding. Oh, hier muss ich echt aufpassen. Okay, Logan, du knüppelst. Logan. Ach, er knüppelt aus Entfernung. Er ist quasi ein Safety-Knüppler. Muss mal kurz gucken. Alles klar.